Hi Leute, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einem neuen Video. Ich bin zurück mit den wasserdichten Kopfhörern von Monacor, die SE 202 WP Kopfhörer. Den schriftlichen Testbericht dazu habe ich schon vor einiger Zeit verfasst. Jetzt noch das passende Video dazu. Hier liegen sie schon. Vielleicht kurz vorab so ein, ja, so ein paar kleine Sachen noch dazu. Eigentlich, das muss ich dazu sagen, die fehlen jetzt nämlich leider hier drauf. Eigentlich wären jetzt noch Ohrstöpsel dabei. Ja. Leider sind sie abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und ich will euch jetzt auch keine Pfeilchen hier hinlegen. Deswegen sind nur die, die auch benutzt wurden meinerseits, drauf. Die Tribble in mittlerer Größe. Da liegen sie schon. Ja. Das wollte ich nur mal so ganz kurz vorab erwähnt haben. Das Kabel hat ungefähr 1 Meter Länge. Ja, also schon hier, so ihr seht schon, ne, das ist ganz schön lang bis zu den Kopfhörern. Hier haben wir einen Clip. Ja, da ist er. Ich hoffe, ihr seht ihn. Da ist er. Das ist der Clip. Der ist frei beweglich am Kabel, damit ihr das Kabel irgendwo festklemmen könnt, wo ihr wollt. Ja, das erstmal dazu. Ach so, genau, das Wichtigste natürlich, die Dichtigkeit, fällt mir gerade ein, das hatte ich gerade vergessen, ist leider unbekannt. Wasserdicht sind sie, das ist auf jeden Fall bekannt, nur weiß niemand, bis zu welcher Tiefe sie eben wasserdicht sind. Aber da man für Schwimmen nicht tiefer als 1 Meter oder 1,50 kommt, ist es eigentlich absolut nicht tragisch, denn das halten sie aus. Das kann ich schon mal sagen. Zumindest habe ich damit keine Probleme gehabt. Ja, auch wenn es unbekannt ist, gar nicht so schlecht trotzdem. Leider sind die Monacor Klang. Also vom Klang her oder klanglich, wie auch immer, sagt man klanglich, ja, ich glaube, die schlechtesten Kopfhörer, die ich getestet habe. Also wirklich mit Abstand, die, ja, sie hören sich einfach nur schrecklich an. Sie schrebbeln, sie spielen die Bässe nicht, ach, keine Ahnung, das war wirklich, das ist, nee, das ist wirklich nicht schön, muss ich wirklich sagen. Daher eben auch, ja, der letzte Platz, logischerweise. Ja, Tragekomfort ist eigentlich ganz gut. Cool finde ich zum Beispiel, ihr seht es hier, ne? Man kann das Kabel rausziehen und man kann auch an dem Kabel ziehen, dann zieht man den Ohrhörer, den Ohrstöpsel, nämlich auch ran. Ja? Das heißt, ihr habt also, wenn ihr es euch in das Ohr klemmt, habt ihr so ein bisschen Spielraum. Das ist eigentlich noch cooler gemacht als beim Xyz. Aber dafür sind sie klanglich einfach viel zu schlecht. Das ist leider der große Knackpunkt gewesen. Ja, und vom Preis her tun sich die beiden natürlich auch nicht viel, der Xyz oder die Xyz-Kopfhörer und die Monacor-Kopfhörer. Allerdings, ja, wie gesagt, klanglich einfach nicht gut. Achso, ja, genau, beim Tragekomfort war ich. Wenn ihr erstmal die passenden Ohrstöpsel gefunden habt, und ich meine, bei 3 Paaren wird wahrscheinlich das passende dabei sein. Wenn nicht, dann müsstet ihr euch nochmal ein Set dazu kaufen, dann, bis ihr dann eben die passenden habt. Aber dann ist der Tragekomfort sehr angenehm, wie ich finde. Die sitzen wirklich gut durch diese Bügel, die sitzen fest hinterm Ohr. Und durch dieses Kabel, wie gesagt, dass man sie halt so ein bisschen bewegen kann, kann man die wirklich super gut anpassen, sodass die, oder bis sie dann eben vernünftig sitzen, ne? Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Lass mich mal kurz überlegen, ob irgendwas noch war. Nein, ich glaube, ich müsste alles gesagt haben. Ansonsten, falls ich irgendwas vergessen habe oder Fragen sind, ihr dürft mir gerne Kommentare hinterlassen und da drin eure Frage auch niederschreiben. Dann werde ich die so schnell es geht beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!